Herzlich willkommen bei Just Feel It, die etwas andere Meditation. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute dabei sein möchtest, wenn wir zusammen ins Fühlen kommen. Meine heutige Meditation handelt von dem Thema Schwingen und vielleicht hattest du so eine Situation auch schon mal, dass du Trapezkünstler beobachten konntest. Vielleicht im Zirkus, bei einer Zirkusvorstellung oder auch im Fernsehen. Wobei das natürlich live noch einen ganz anderen Eindruck hinterlässt, dann kannst du dich in die Situation hineinversetzen, wie es ist, wenn ein Trapezkünstler hochschwingt. Wir kennen das, er dann von einer Seite zur anderen schwingt auf seinem Trapez und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo er sein Trapez, seinen festen Griff, den er in der Hand hat, loslassen muss. Und warten muss auf das andere Trapez, auf das neue Trapez, was dann von der anderen Seite anschwingt, wo entweder ein Mensch dranhängt, der ihn dann fest in den Griff nimmt in dem Moment, wenn er losgelassen hat, oder eben nur das Trapez, was er in die Hand nehmen kann und sich wieder festhalten kann, um weiter zu schwingen. Und dieser Moment, nachdem der Trapezkünstler losgelassen hat und das neue Trapez noch nicht da ist, der neue Halt, der angeflogen kommt, um ihm Sicherheit zu geben und Stabilität wieder. Dieser Moment ist ein ganz besonderer Moment, denn der Trapezkünstler lässt los, ohne zu wissen, was kommt. Er überwindet seine Angst, lässt das Alte los und hat das Neue noch nicht fest im Griff. Und dafür braucht es ganz, ganz viel Mut und Vertrauen in sich selbst und auch in andere. Und davon handelt meine heutige Meditation, von diesem Mut, den es braucht und von dieser tollen Erfahrung, die man dann auch machen kann, wenn man sich getraut hat, wenn man sich überwunden hat, das Alte eben loszulassen und das Neue in Empfang zu nehmen und diesen Moment der Unwissenheit, wo das Neue noch nicht da ist, den auch auszuhalten und da durchzugehen, um das Neue dann zu bekommen. Ja, wir wollen zunächst einmal zusammen in ein bisschen Entspannung reinkommen. Zu diesem Zwecke wäre es ganz gut, wenn du dir einen schönen Platz in deinem Raum suchst, ein Meditationskissen, einen Stuhl, auf dem ich jetzt gerade sitze, oder auch ein Sofa, irgendwo, wo du es dir gemütlich machen kannst. Und dann nehmen wir zusammen 2, 3 tiefe Atemzüge, um so ein bisschen in die Entspannung reinzukommen. Wir atmen gemeinsam durch die Nase ein und lange wieder aus. Beim Ausatmen darf dann alles gehen. Kein Gedanke wird jetzt mehr gebraucht an das, was vorhin war oder das, was demnächst kommen wird. Das ist jetzt alles ganz unwichtig im Moment. Ist jetzt alles okay so, wie es ist. Und wir nehmen nochmal einen zweiten tiefen Atemzug. Durch die Nase und atmen lange aus. Beim Ausatmen darf ein Seufzer kommen, vielleicht ein Ton der Erleichterung, dass jetzt nichts mehr gebraucht wird. Wir atmen nochmals durch die Nase ein. Spüren, wie die Luft durch unsere Nasenflügel fließt und die Luftröhre hinunter und atmen wieder lange aus. Der Körper darf ganz weich werden beim Ausatmen. Wir können jetzt alles loslassen und gehen lassen. Wir haben jetzt einfach nur ein paar Minuten Zeit für uns und unser Fühlen. Und jetzt lausche meiner Geschichte vom Schwingen. Schwingen. Schwingen, was heißt das? Von einem Pol zum anderen, im Bogen,
Nach dem Erreichen eines Punktes verharre ich. Einen Moment. Kurz, manchmal länger. Auf Pause. Der Moment vor dem Richtungswechsel. Er fühlt sich leer an. Eben noch alles erreicht, jetzt nichts Neues in Sicht. Er fühlt sich einsam an. Eben noch alle da, jetzt keiner mehr. Er fühlt sich unsicher an. Eben noch ein klares Ziel, jetzt ohne Orientierung. Wie ein Trapezkünstler. Er lässt sein Seil los und springt zum anderen. Dazwischen für einen Moment nichts. Kein Boden. Kein Halt, keine Sicherheit. Es ist eine Zeit des Mutes. Es ist eine Zeit des Lernens. Es ist eine Zeit des Hoffens. Lass mich diesem Moment vertrauen, solange er auch andauern wird. Loslassen ist eine Herausforderung. Vielleicht hilft es, einen großen Spaß daraus zu machen. Fallen zur Freude. Fallen mit Leichtigkeit. Fallen ohne Wissen und Wollen. Wie ein Tropfen, der vom Himmel fällt. Wer ihn auffangen wird, weiß dieser Tropfen nicht. Es kann eine Blume sein oder ein Meer. Er fällt in den Glauben, dass ihn etwas halten wird. In diesem Vertrauen schwinge ich weiter. Mit viel Energie. Zu etwas Unbekanntem. Während der Reise manifestiert sich das Ziel. Es hat eine Anziehung und wird klarer von Sekunde zu Sekunde. Das Loslassen des Alten verleiht uns Kraft. Im Schwung entwickelt sich das Neue. Schwingen ist pures Leben zwischen den Polen. Wie schön kann Veränderung sein, wenn wir sie zulassen, wenn wir uns mit ihr anfreunden und sie in den Arm nehmen zu uns. Heute. Ja, vielleicht möchtest du noch mal einen tiefen Atemzug nehmen. Lange noch mal ausatmen. Dann wieder so ein bisschen in die Bewegung hineinkommen. Deine Hände, Füße bewegen. Und wieder ankommen im Hier und Jetzt, in dieser Zeit und an diesem Ort. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du heute dabei warst und mit mir zusammen ins Fühlen gekommen bist. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass du diese Berührung ein bisschen mitnehmen kannst in deinen Alltag und ab und zu, wenn es darum geht, etwas, vielleicht was Neues zu machen und das Alte loszulassen, auch wenn da Ängste sind, auch wenn da Bedenken sind, Zweifel, doch dir einen kleinen Ruck zu geben.
und diesen Moment auszuhalten der Unsicherheit und in dieser Unsicherheit auch die Sicherheit zu spüren, dass da was Neues kommen wird und dass wir wieder andocken können und weiter schwingen können, vielleicht sogar noch höher als zuvor. Das wünsche ich dir ganz doll für deinen Alltag und ja, würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Just Feel It und wir zusammen ins Fühlen kommen. Vielleicht hast du Lust, meinen Kanal zu abonnieren, das würde mir und meinen Meditationen, meinen Geschichten sehr, sehr helfen, in die Welt zu kommen. Und wenn du die Glocke drückst, wirst du sogar erinnert daran, wenn es ein neues Video gibt, zum Einschalten. Ja, und dann wäre es toll, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann. Tschüss.